Prominente Gesichter bei der U23 von Hertha BSC. Bence Dardai stand in der Startformation genauso wie Torhüter Marius Gersbeck. Sie sollten dabei helfen, den Spitzenreiter zu ärgern. Das Team von Lars Fuchs thront aktuell mit 49 Punkten an der Tabellenspitze. Den besseren Start erwischte der Tabellen-15. Hertha mit mehr Ballbesitz und guten Ballzirkulationen. 8. Minute, Christensen, Übersteiger, Schlenker nach innen. Und Jakubow lenkt das Ding über die Latte. Ball noch abgefälscht von Farr. Deswegen bekommt er diesen Effet. Der anschließende Eckball schnell ausgeführt. Christensen und Cefuik. Der nächste von den Profis hat hier die XXL-Möglichkeit. 10 Jahre in der Jugend bei Ajax gespielt. Kommt hier völlig blank zum Abschluss. Da stimmt die Abstimmung bei der besten Defensive der Liga überhaupt nicht. Das hätte die Führung sein müssen, sah auch Stefan Schmidt. Er steht in der Kritik. Seine Mannschaft wartet seit 6 Ligaspielen auf einen Sieg. Und Greifswald, die auswärts bislang 26 Punkte geholt haben, nach 26 Minuten das erste Mal offensiv. Sofian Benjamina wartet seit 3 Spielen auf einen Treffer. Gersbeck ist zur Stelle, wird zum ersten Mal geprüft bei diesem Abschluss vom 13-Tore-Mann. Damit ging es in die Pause. Lars Fuchs hüpfte sich vor Beginn der zweiten 45 Minuten nochmal warm. Man wollte mit einem Sieg Druck machen auf Cottbus und den BFC, die am Samstag spielen. 55. Ischel setzt sich da durch. Und wieder Marius Gersbeck. Er war der erwartet sichere Rückhalt. Ischel setzt sich da durch gegen Hoffmann. 7 Tore, 3 Vorlagen bislang in dieser Saison. Aber da schnellt die linke Hand von Gersbeck raus. Greifswald spielte eine bessere zweite Hälfte. 68. Benjamina kommt zu Fall und Schiedsrichter Näther zeigt auf den Punkt Strafstoß. Da spielt er seine ganze Erfahrung aus, der 34-Jährige. Das ist dann auch zu plump von Da Silva Chiala. Kontakt ist da, stellt den Fuß rein. So darf er dann einfach nicht hingehen. Das ist zu billig in diesem Moment. Der Gefaulte tritt selbst an im Duell gegen Gersbeck, Benjamina, eiskalt zur Führung, 14. Saisontor. Damit zieht er gleich in der Torjägerliste mit Rufat Dadaschow, mit Elias Löder und mit Tim Heike. Verzögert noch einmal, guckt, was Gersbeck macht. Der entscheidet sich dann auch früh für die Ecke. Das werden wir dann in der nächsten Einstellung noch mal sehen. Benjamina registriert das und haut den Ball in die andere Ecke rein. Die Führung für Greifswald, die damit vorübergehend erstmal 5 Punkte vor Cottbus und dem BFC wären. Hertha hatte überhaupt nicht mehr diesen Esprit von Durchgang 1. 72. Sie versuchten es nochmal. Hussein auf Cefuik, aber deutlich drüber. Schmidt bedient seine Mannschaft inzwischen auf Tabellenplatz 15 abgerutscht. Und auch danach kamen sie nicht mehr wirklich in Tornähe. Greifswald gewinnt. Freude und Erleichterung bei Lars Fuchs. Was die Jungs heute geleistet haben, war unfassbar. Wenn man sieht, dass wir eigentlich auch eine spielstarke Mannschaft sind, dann ist es auf dem Platz nicht einfach, Fußball zu spielen. Und dass sie das so umsetzen, auf den zweiten Ball zu gehen, wieder zu jagen, hinterher zu gehen gegen eine Top-Mannschaft, das war schon stark und hat extrem Freude gemacht. Und 1-0-Siege sind dann auswärts immer schön. Wie kommt man raus aus dieser Misere? Ja, ganz einfach, indem man ein bisschen Leichtigkeit und Lockerheit hat, insbesondere auch im letzten Drittel. Das hat uns nur ein bisschen gefehlt. Wir haben gute Offensivaktionen gehabt, aber haben sie halt, da hat der letzte Pass gefehlt oder vielleicht auch dann der Abschluss. Und diese Leichtigkeit brauchen wir in den nächsten Spielen und die wollen wir uns holen. Siegtorschütze Sofian Benjamina hatte kindliche Unterstützung beim Interview und am Ende hatten sogar alle etwas zu sagen. Wir wollen natürlich immer der Konkurrenz Druck machen und wenn das so klappt, dann sind wir natürlich happy drüber. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke. Angenehme Momente jetzt hier noch mit den Kleinen. Ne? Ja. Ja, alle drin hier bei Ostsport TV, hatten wir alle mit dabei. Schönen Abend euch auch noch, ne? Und immer schön fleißig Ostsport TV einschalten. Hallo, tschüss. Der Greifswalder FC bleibt auswärts eine Macht. Sie spielen zum 4. Mal in Folge in der Fremde 0-0.